Hey Leute, ich bin's SDK von Schalting Kumpel und das ist ein neues Wort Grinds My Gears. What ein Let's Talk About? Ich weiß es nicht genau, ich werde mich wahrscheinlich im Titel dann erst entscheiden. Es geht um etwas, was mir gerade erst passiert ist. Ich bin aus irgendeinem Grund über Alexi Bexis Tweet zu Kartoffelsalats Twitter-Seite gekommen, weil halt schlechtester Film der Welt, rightfully so, gekommen, weil die ja gesagt haben, yeah, wir sind schlechtester Film der Welt. Wir sind serious, aber das ist nicht das Thema. Und dann habe ich, hat halt eine gestimmt, dann war da noch unten so, da ist dieser Torsch, oder wie auch immer, ich kenne den ja nicht einmal, weil er mir so am Arsch vorbeigeht, Aussteiger des Jahres nominiert wurde. You can't be serious, aber trotzdem. Ich habe halt unten, ich konnte es nicht zurückhalten, den schreiben, eigentlich hätte es Absteiger des Jahres sein sollen, aber na gut. Und dann schreibt einer so, also ich fand Kartoffelsalat super. Und ich, also, wie kann man da nicht zurückschreiben? Ja, so. Ich hoffe, das ist doch nicht dein Ernst. Und der eine schreibt dann so, naja, es ist ja kein 1A-Film, aber ist schon okay. Und ich schreibe, das ist kein 1A-Film, das ist ein Haufen Scheiße mit o YouTubern oben drauf. Hey, das ist meine Meinung und ist so. Und jetzt kommt das Ding, was mich so aufgeregt hat. Ja, der Junge. Oder ich glaube, es war ein Junge. Wenn nicht, dann war es eine Frau. Egal, ich weiß es nicht. Diese Twitter-Namen, da hat man keine Ahnung, wer das sein soll. Schreibt zu mir. Das kann man doch nicht so sagen. Das ist ja offensiv. Und ich denke mir so. Alter, wenn ich eine Meinung habe, eine verfickte Meinung, dann sage ich dir, das geht mir doch am Arsch vorbei, was die Leute denken. Ich meine, sorry, aber das ist diese fucking Hashtag No Hate. Bitte, Mann, bitte. Ich will nicht meine Meinung verteidigen müssen. Ich will einfach, dass alle Happy, Friede, Freude, Eierkuchen mit mir sind. Also ich, Hashtag No Hate, aber Flüchtlinge sind schon scheiße. Solche Sachen, what the fuck? Damit macht man doch alles kaputt, seine ganze Aussage. Wenn man sagt, wenn man etwas wirklich, wenn man etwas Kritisches sagt, ich weiß nicht, irgendwas, keine Ahnung, also Apples neues iPhone ist schon ein bisschen sehr teuer. Und dann Hashtag No Hate versaut man die ganze verfickte Aussage. Kann man nicht seine Scheißmeinung einfach sagen, ohne dass man Angst hat, dass man gehatet wird? Wenn ich eine Meinung sage, wenn ich sage, Kartoffelsalat ist ein Haufen Scheiße, das habe ich auch wortwörtlich in einem Video gesagt. Wenn ich sage, dass ich das, weiß ich nicht, dass ich Apples neue Preisline kacke finde, dann sage ich das, dann ist mir egal, dann soll jemand schreiben, das finde ich nicht okay, dann rede ich mit ihm und diskutiere mit ihm. Ist unsere Gesellschaft so im Arsch, dass keiner mehr diskutieren will und alle nur noch miteinander Friede, Freude, Eierkuchen leben wollen und lieber die Meinung annehmen, als ihre Meinung zu verteidigen? What the fuck? Was ist mit euch los, Jugendlichen? Ganz ehrlich.